Moin und willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Außerhalb des Animus müssen wir wieder Abstergo-Arbeit leisten. Wir haben ja immer noch einen Job hier zu tun als Angestellter. Wir müssen zum Chef, bitte. Olivier. Ich komme hier schon. Willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Und danke für den Daumen nach oben gestern. Wir können hier noch mal gucken. Guck mal, was der hier schon hier. Der hat hier überall die ganzen Multiplayer-Figuren stehen. Ist aber auch gerade eingeloggt. Frag mich, aber guck mal, der hat auch das Piratenthema. Ich frage mich, wem er steuert. Oder er spielt Multiplayer. Kann natürlich auch sein. Ich gucke gerade nur, ob hier noch ein weiterer von den Poststrips an den Wänden ist. 20 gibt es nämlich hier. Guck mal, da haben wir wieder einen. So. Notiz Nummer 8. Nehmen Sie gesättigte Fette und Maissirup mit hohem Fruktoseanteil. Hört sich hier nicht so gut an. Nee. Nein. Da steht auch Edward Kenway. Nice. Die Figuren sind cool, die würde ich mir auch hinstellen. Abstergo Skateboard. Sind natürlich nicht immer nur drin, die Poststrips, sondern vielleicht auch außerhalb und so. So wie hier. Nehmen Sie das Kino, das uns wie ein kluger Mann einst sagte, 24 Mal pro Sekunde Lügen auftischt. Wegen 24 FPS im Kino, Kinoformat, das ist, laufen Filme. Nehmen Sie den Phonographen, der Geräusche aufzeichnet, die in Ihrem Wesen vergänglich sein sollten. Nehmen Sie das Fernsehen, das ganz offensichtlich dumm ist. Ja, einige Fernsehsender schon. Nehmen Sie Videospiele, die irgendwas, die insgeheim dumm sind. Nein! Und Sie alle wissen, dass Sie wünschten, es gäbe mehr Pornografie. Sie wissen, dass es so ist. Naja, aber Videospiele finde ich auch schön. Noch mehr Pornografie? Vielleicht. Haben wir davon nicht schon genug? 3 von 20. Ja. Das war eine komische Nachricht. Ich bin jeden Tag so 5, 6 Stunden drin geblieben. Verdammt. 5, 6 Stunden? Das reicht schon für den Sicker-Effekt, Mann. Oh. Du musst aufpassen. Die haben zwar Fortschritte gemacht, aber es ist trotzdem gefährlich. Aber Sicker-Effekt ist doch mega, ey. Könnt ihr auch klettern und so. Ich würde da auch 6 Stunden drin bleiben. Komme ich raus und bin der nächste Pirat. Komme ich hier schon irgendwo rein? Alles rot, ne? Ja. Da fehlen mir noch die Zugangsberechtigungen für diese Dinger. Wie sie mir einfach hinterherläuft, die Melanie. Wir müssen erstmal zum Fahrstuhl. Oberstes und Stockwerk. Ist er schnell, der beißt nicht. Vielleicht beiß ich ihn ja. Holt er mich einfach aus meiner Arbeit raus. Ich soll alleine? Okay, danke schön. Zum CEO fahren wir. Nee, zum CCO. Mhm. Hallo? Hallo? Hi. Test, test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Ich bin so eine Art Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Klar. Ich mach den ganzen Technikkram. Hast du eine Minute oder... Ah, verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Ah, okay. Ich piep's dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Okay, John aus der IT. Wir reden später. Bonjour. Gehen Sie rein. Er erwartet Sie schon. Soll das Caesar sein? Er erwartet dich schon. Interessant, dass du die Stimme von Juno hattest. So ein bisschen schon. Das Büro ist geradeaus, ne? Ich gehe erstmal hier lang. Ich schaue mich hier natürlich noch ein bisschen um. Wenn ich schon mal in der Chefetage bin. Gehen Sie einfach direkt rein. Wenn das mal nicht ein geiles Edward-Bild ist. Vermarktung können sie ja, ne? Die Abstergo-Leute. Hier, das ist die Bucht, die wir gerade befreit haben, oder? Könnte sie sein.
Unsere neue Piratenbucht. Aha. Können wir nochmal aufs Klo gehen? Ist doch bestimmt auch noch irgendwo eins von diesen Zettelchen angebracht, oder? Nein? Schade. Hier nach unten. Auch eine Stufe 2 Tür, die kann ich noch nicht öffnen. Aber später. Auf jeden Fall merken, wo überall diese Stufe 2 Türen und so waren. Ich finde die Bilder voll stylisch, ey. Schöne Artworks. Kann man sich echt auch in die eigene Wohnung hängen. Rein mit ihm. Ja doch, ich gehe ja schon. Hetz mich doch nicht. Warum habe ich nicht so ein protziges Büro? Naja, solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Edward Kenway ist... Aber so hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Hollywood? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Oui, oui. Ganz genau. Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Gut. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ja, ja, ich auch. Mach's gut, Letitia. Letitia? Die Stadt draußen müsste doch, glaube ich, auch Montreal sein, oder? Bin mir nicht sicher. In das Grau, die digitale Grenze, die Singularität der Raum, in dem sie sich aufhält, der sowohl aus Licht als auch aus Verkörperung der Dunkelheit besteht. Wir nennen es das Grau, sei es, dass wir Instrumente ihres Willens sind, Instrumente des ersten Willens, des ursprünglichen Willens. Wir übermitteln der Welt dieses Credo. Na, mach mal. Salut, hey, danke, dass Sie kommen konnten. Ich weiß, Salut. Sie sind beschäftigt. Ja, bin ich. Immer. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Danke. Ziemlich starker Tobak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine schöne Stadt, nicht? Ja. Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, en sans crise, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Naturellement. Naturellement? Ich soll wieder zurück zur Arbeitsstelle gehen. Pourquoi? Alter. Wie der hier einfach mal chillen kann, nach der, also während der Arbeit draußen. Ich will auch so ein Büro haben. Voll mächtig. Da komme ich noch nicht hin. Und die Aussicht ist nicht so schlecht. Pas vraiment. Kann ich deinen Rechner hacken? Oder anfassen? Bon, d'accord. Nein. Da ist er voll d'accord, ey. Pas vraiment. Das Edward Kenway-Projekt ist immer noch streng vertraulich, weil es da halt so wichtige Informationen gibt. Die Zeit der Preisverleihung steht bevor und es gibt bereits einige Überraschungen und Abstürze. Während Zombies weiterhin ein beliebtes Thema in der Entertainment-Welt sind, gibt es die aber bei uns nicht. Sieht es für Ninjas und Cowboys derzeit etwas schwierig aus? Wird den Piraten nun bald ein Überraschungscoup gelingen? Ninjas hätte ich aber auch gern gesehen hier. Hi, John aus der IT nochmal. Oh. Hast du eine Sekunde? Ja. Gut. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, mach mal.
Eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf der Etage komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. Okay, John von der IT. Dann gehe ich erstmal wieder in die Etage, wo gearbeitet wird. Und dann suchen wir den Arbeitsplatz von der Dame. Hey. Darf ich mir die Fahrstuhlfahrt nicht mehr anschauen? Fische! So, hier bin ich richtig. 37 Meter, 36. Den Animus-Workshop der Kollegin erreichen. Okay, das ist hier in den anderen Nebenbereich. Was ist das da eigentlich? Haftnotizen? Die werden mir so... Vielleicht habe ich die eine schon gesehen. Ohne, dass ich sie mitgenommen habe. Danke, das wollte ich. So, dass ich die Minimap hier auch sehe. Aha, die. Habe ich schon mal gesehen, aber nicht mitgenommen. Da unsere Werkzeuge genetische Ausdrücke unserer mentalen und kulturellen Aktivitäten sind und wir ausdrücken in ihre mentalen und kulturellen Aktivitäten, muss daraus zwangsläufig folgen, dass diese Welt, wie sie jetzt ist und jemals sein wird, ein Ausdruck des ersten Willens ist. Ein Ausdruck ihrer Anstrengungen und daher nicht uns gehört, sondern ihnen. Die Drähte und die Kabel, die Datennetze, die jetzt kreuz und quer über den Globus verlaufen, gehören ihr. Sie müssen zu ihrem Körper und zu ihrem Verstand werden. Alles klar. Die Person, die das geschrieben hat, ist auf jeden Fall nicht ganz frisch. So, eine Stufe 1 Tür, die können wir nämlich schon hacken. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Dankeschön. Sicherheitsstufe 1. Ein und ich führe dich dadurch. Jetzt können wir aber erstmal nur Stufe 1 Türen hacken hier. Guck mal, hier schöne Bilder. Sieht aber auch aus wie, wie eine andere Zeitepoche. Definitiv anders. Vielleicht russisch? Die heutige Abstergo-Templer-Betrüger haben sich primitive Praktiken verschrieben und behaupten fälschlicherweise, dass Männer und Frauen feinfühlige, vernünftige und empfindungsfähige Wesen an und für sich sind und daher Sättigung und Bequemlichkeit und Unbekümmertheit bei gleichzeitigem Vergnügen verdienen. Aha. Nichts könnte falscher, kranker sein, ihr ekelhafter, verlogenen Bastarde. What? Okay. Wo ist das Problem? Melde dich an. Ja doch, lass mich doch mal gucken. Gucken, wie die hier arbeiten. Welcher ist denn der Richtige eigentlich? Ich kann mich auch mit jedem kurz schließen. Musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Ja, muss ich das? Wie ging denn das nochmal? Kugel drehen, Tutorial öffnen. Spieler-Avatar, Blocker, Wahrscheinlichkeit für Endlosschleife. Bewege die Daten in einer Endlosschleife um die Kugel. Ah, so war das.
den Mitteldings kriegen. Hä, wieso kann ich den von da nicht nach oben? Fast, oder? Irgendwie kriegen, dass die Kugel sich dauerhaft dreht. So, jetzt habe ich's. Du hast es. Gut. Jetzt lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. Natürlich. Ach, guck mal an, wen wir hier haben. Rodrigo Borgia. Der Spanier. Und Papst. Aus Brotherhood und SSG 2. Papst Alexander als Kleriker und Lebensmann, wie er im Buche stand, hat Rodrigo Borgia vom Jahr 1476 an bis zu seinem Tod dem Templerorden als Großmeister gedient. Den kennen wir ja. Große Köpfe. So, den Rechner hatte ich gehackt. Den hier noch nicht. Und wenn das mal nicht flott war. Ja, jetzt weiß ich auch nochmal wieder, wie es ging. Ich musste erstmal wieder die Erinnerung wachrütteln hier. 2014 ist lang her. Hey Dad. Weißt du, es ist komisch. Ich habe diese Erinnerung an dich, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und ich denke daran, wenn ich arbeite oder bevor ich ins Bett gehe, weil sie mich irgendwie beruhigt, schätze ich. Ich war 14, glaube ich, und du hast mir beigebracht, wie man sich leichtfüßig bewegt, weißt du noch? Wie man sich der Geräusche seiner Bewegungen bewusst wird. Ganz einfache Dinge. Dinge, die ich jetzt verstehe, aber damals, ich muss dir sagen, dass ich dich für ein Arschloch hielt. Also, du sagtest, du gehst in dein Zimmer, setzt dich mit dem Rücken zur Tür und liest ein Buch und ich sollte mindestens 15 Minuten warten, aufschleichen und dir auf die Schulter tippen, ohne dass du es bemerkst. Ich erinnere mich sogar an das Buch, das du gelesen hast, das von Captain Johnson. Du hast mich gewarnt. Wenn du mich erwischst, muss ich von vorne anfangen. Dann gingst du hoch. Und ich wartete. Wartete, wartete und wartete. Ich wartete 4 Stunden, bis ich nach oben ging. Selbst dann dauerte es 20 Minuten, bis ich die Treppe erreichte und weitere 30, um sie hochzusteigen. Nochmal 10, um in die Halle zu kommen. Und dann stand ich vor der Tür. Und ich sah in dein Zimmer. Und ich hatte so gehofft, dass du schläfst. Aber nein, du nicht. Du hast gelesen. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber 10 Minuten später war ich keine 2 Meter von dir entfernt. Und ich erinnere mich, dass ich den Fuß aufsetzte. Und du hast gezuckt. Ganz leicht hast du gezuckt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein, aber ich wusste, du hattest mich gehört. Du hast nichts gesagt. Du hast nur auf die Uhr gesehen, nach deinem Drink gegriffen, getrunken und weitergelesen. Aber ich wusste, ich hatte verloren. Nur du hast nichts gesagt. Ich wusste nicht, warum. Ich hechtete vor und tippte dich auf die Schulter. Du hast dich umgedreht und gesagt, oh, fantastisch, du hast mich hochgehoben und in den Arm genommen. Und ich habe nichts gesagt. Aber Dad, ich war so angepisst. Ich wollte dich anschreien, ich hatte versagt und du wusstest es. Aber du hast geschwiegen. Und ich war sauer, wochenlang. Ich dachte, du würdest mich schonen. Ich dachte, vielleicht hättest du gemerkt, dass ich nie der Mann sein würde, der ich werden sollte. Erst vor ein paar Jahren habe ich kapiert, dass du auf die Uhr gesehen hast, war ein Hinweis, oder? Du hast mich gewinnen lassen, weil ich
so geduldig war. Ich schätze, das hat dir imponiert. Weißt du, in dem Moment dachtest du, du bist lieber mein Vater und nicht mein Mentor. Ich weiß es wirklich nicht. Für dich ist das vielleicht dasselbe. Weißt du, wie auch immer, ich bin froh, dass sowohl mein Vater als auch mein Mentor an dem Tag Rücksicht auf mich nahmen. Ich verstand es damals nicht. Jetzt glaube ich schon. Subjekt 17. Der gute Desmond war Subjekt 17. Haben wir hier nochmal wissen, was von seiner Vergangenheit gehört. Tja, über 4 Stunden dann versuchen, diese Aktion da durchzuführen, die der Vater von ihm wollte. Da kann man schon mal die Ausdauer auf jeden Fall belohnen, oder? So, hier ist der richtige Rechner, den ich jetzt brauche. Ein Video soll da drauf sein. Gucken wir mal. Ob ich hier nochmal so schnell durchkomme. Ja. Heute mal eine Bürofolge, aber es ist auch interessant, was man hier alles finden kann. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case über Subjekt 17, Desmond Miles. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1:07 geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe, doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Darauf ist die ganze Arbeit hier auf Abstergo jetzt aufgebaut. Sample 17 DNA, die hier durchforstet wird. Und das bringt sie dazu, die ganzen geschichtlichen Ereignisse durchzugucken. Die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, du so, als wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartete unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine, nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal. Sei kein Kollegenschwein, hm? Außer du kannst nicht anders. Ich kann nicht anders. Komm in die Lobby. Ich habe das Video gesehen. Der tote Körper von Desmond. Aber was Abstergo nicht wusste, nur sein Körper ist gestorben. Und den braucht er nicht mehr, den Körper. Der kann auch weiterarbeiten ohne den. Das halte ich nicht lange durch. Weißt du, Sean! Du bist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Rebecca! Was? Nein, nein, nein. Ich habe mich Wort für Wort ans Rezept gehalten. Das. Die Stimmen sind einfach sofort zu erkennen. Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Mega. Und zum Animus zurückkehren. Hey, gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Du hast deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im B.
Piratenleben. Dankeschön. So, wieder in die zweite Etage. Sean und Rebecca haben sich auch hier eingeschleust in Abstergo-Gebäude, um hier ein wenig zu spionieren. Die beiden. Assistance au niveau 2, Projet Echantillon 17. Aha. Support in die zweite Etage, Sample 17 Projekt. Die dürfen natürlich nicht fehlen in einem Assassin's Creed Spiel. Die dreimal überprüft heute. Ich glaube, es gab nur ein Spiel, wo sie nicht dabei waren, oder? Oder zwei. Okay, rein in den Animus. Oi. Caroline. Wo willst du hin, zum Markt? Nein, ich... Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und das werde ich. Wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward. Doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst du den Rest deines Lebens mit einem Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Caroline! Er war einfach nie damit zufrieden mit dem, was er hatte, ne? Eine schöne Frau, einen festen Job. War ihm alles nicht genug. Wach auf, Kenway. Moin. Lass das. Ist Thatch da? Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. Jetzt haben wir unsere eigene Bucht, die wir auch ein bisschen ausbauen können. Nicht so umfangreich ist, wie eine ganze Stadt zu renovieren, aber ein paar Sachen kann man hier noch hinstellen und so. Jetzt kann ich auch da oben den Aussichtspunkt synchronisieren. James Kidd folgen? Nö, nicht jetzt. Warnung entfernen. Och man, warum? Ich will mich hier nur... Sieht so aus. Okay, dann gehen wir noch schnell hinterher. Er hat doch gesagt, lass mich was wissen, wenn du was gefunden hast. Jetzt. Wo will er hinten im Dschungel reinlaufen? Ich wollte hier unten die Aussicht genießen. Hier im Dschungel war ich doch schon. Edward, ja. Ja, ich bin da. Was gefunden. Ein Schwein. Das musst du sehen. Muss ich das? Komm her, Mann. Ja, doch. Hetz mich doch nicht. Ach, Maya-Dingens. Komische Dinger, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen? Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Das Tutorial für diese Dinger. Konzentriere dich auf all deine Sinne. Sehe durch Schall und Schatten tief in die Materie. Bis du etwas siehst und hörst, eine Art Schimmer. Eine. Ja, ich kenne das Gefühl. Ich habe es seit meiner Jugend. Als nutzte man alle Sinne gleichzeitig, nicht? Geräusche sehen und Formen hören. Welch Kombination. So, hat er einfach so seit seiner Jugend und alle weiß nicht Männer warum. Und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Intuition. Ich kann das schon mein ganzes Leben.
Nur dachte ich, es hätte irgendwie mit meinen Träumen zu tun. Oder so. Die meisten finden es nie. Andere brauchen Jahre, es hervorzukitzeln. Doch einigen wenigen fällt es so leicht wie atmen. Was du fühlst, ist das Licht des Lebens. Von lebenden und vergangenen Wesen ein Rest ihrer Lebenskraft. Die kommt und geht. Jeder ist in der Lage, seine angeborenen Sinne weiterzuentwickeln. Wenn er es versucht. Okay. Du bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nichts zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Ein paar Dutzend also. Okay. Jetzt sehen wir sie alle auf der Karte. Das sind alle Maya-Dinger. Will ich auch alle haben. Ich habe hier noch etwas gefunden. Ich glaube, dieses Geheimnis liegt dir schon eher. Kisten muss ich mir später. Das ist der Stoff aus dem Rätselsend. Nicht schlecht, oder? Mega. Warte nur, bis du siehst, was am Ende liegt. Da wären wir. Was denkst du? Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Ei, und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. In die Villa. Was glaubst du, erwartet uns da oben? So wie ich Ducasse kenne, wäre ich nicht überrascht, ausgefuchste Folter- und Mordinstrumente zu finden. Eine eiserne Jungfrau oder eine Sammlung Daumenschrauben. Oder den Fürst der Finsternis. Kann man leben. Und die Montur. Mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Nummer 1. Fehlen noch 4. Ei. Es mag sein, dass diese 4 Templer sie haben. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese 4 Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl, wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. Okay, nächste Ziele. Und dann können wir da auch eine weitere Montur kriegen, wenn wir hier alle Schlüssel besorgen. Templerjagden werde ich auch alle machen. Für die Templerausrüstung hier in dieser Villa. So, jetzt haben wir, glaube ich, die Erinnerung hier endlich mal fertig. Soll da unten James Kidd treffen, aber jetzt kann ich mich ja auch erstmal wieder ein bisschen umsehen. Bevor ich da weitermache, will ich hier den Ort auf jeden Fall nochmal fertig haben. Lange Episode, Leute. Aber ich konnte gerade nicht vorher aufhören, weil ich James Kidd verfolgen musste. Sonst wäre das hier wieder abgebrochen. Deswegen habe ich das nochmal weitergemacht. Ja, das ist Edward Kenways Stützpunkt. Sein Hauptquartier, was wir ausbauen können. Und das wird später noch ein bisschen prächtiger aussehen. Danke fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge heute etwas gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zur nächsten Episode von Black Flag. Ciao, ciao.